dieser Präsentation geht es um die vierstimmigen Akkorde, wie aus drei Klängen vier Klänge werden. Die Entstehung. Ausgangsbasis sind die diatonischen drei Klänge, also die drei Klänge, die in der ionischen Durtonleiter enthalten sind. Die ionische Durtonleiter ist die Tonleiter, die man in der Schule meistens durchnimmt, also die mit den Halbtonschritten zwischen dritter und vierter und siebter und achter Stufe. Hier sieht man die Dur-Dreiklänge, C-Dur-Dreiklang, dann den Moll-Dreiklang, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll und H-Moll, B5. Die Akkorde entstehen durch Terzschichtungen, also man legt immer Terzen übereinander. Mit Dur und Moll ist es so, da lernt man in der Schule immer mit kleine Terz unten und große Terz oben und große Terz oben, unten und kleine Terz oben. Das finde ich eigentlich persönlich eher verwirrend, weil das eigentlich am Kern der Sache vorbeigeht, weil Dur und Moll entscheidet ein einziger Ton und nicht irgendwelche Terzen. Und zwar ist es der sogenannte Geschlechtston. Das ist, wenn man die Tonleiter nimmt, vom Grundton aus gesehen immer der dritte Ton. Oder im Dreiklang ist es der mittlere, also der zweite Ton. Da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante, die ist vier Halbtonschritte, das ist Dur. Und die zweite Variante ist drei Halbtonschritte, das ist Moll. Hier sieht man das schön. Wir können uns das mal anhören, wie das klingt, wenn ein Dur-Dreiklang, wie das klingt. Und dann haben wir den Moll-Dreiklang, also alles, was jetzt passiert, ist der mittlere Ton, wird um einen halben Ton nach unten gesetzt, auf dem Klavier eine Taste nach links und schon fühlt sich die Sache etwas anders an. Es hat also weniger mit den Terzen zu tun, natürlich, wenn man es umständlich sehen will, auch, aber im Prinzip, was wirklich passiert, ist, ein Ton wird verändert. Und der macht eben Dur oder Moll. Finde ich viel einfacher, die Sichtweise. Und ist nachher auch viel einfacher, wenn man Akkorde konstruiert, was ja dann die Aufgabe ist. Es gibt eine Besonderheit und das ist dieser Moll-B5-Akkord. Den nennt man auch den verminderten Dreiklang. Bei dem ist es so, wenn wir da jetzt hinschauen, er ist eigentlich ein Moll-Dreiklang, weil er hat eben diese drei Halbtonschritte vom Grundton aus. Aber er hat eben auch diesen fünften Ton der Tonleiter, den man Quinte nennt, vom C aus gesehen. Der ist um einen halben Ton erniedrigt. Mit anderen Worten, es ist keine reine Quinte mehr, sondern eine sogenannte verminderte Quinte. Und deswegen heißt der verminderte Dreiklang eben vermindert, weil die Quinte vermindert ist. Und um das irgendwie zu kennzeichnen für den, der dann das spielen soll, schreibt man B5 hin, dann weiß der, das ist ein Moll-Dreiklang und der fünfte Ton muss auch noch erniedrigt werden. Also der verminderte Dreiklang gehört in die Familie der Moll-Dreiklänge. Das sieht man hier schön nochmal mit der reinen Quinte. Die reine Quinte hat sieben Halbtöne und die verminderte Quinte hat sechs Halbtöne. Was dann passiert, ist, dass es zwei kleine Terzen übereinander sind, wenn man das dann wieder in Terzen sehen will. Klingen tut es so. Klang des reinen Moll-Akkords und jetzt merken wir, dass es gleich etwas schärfer wird. Haben wir also einen etwas schärferen Klang, wenn man das so interpretieren will. Jetzt kommt es um die Entstehung der Vierklänge. Wir wollen ja Vierklänge machen. Was wir tun, ist ganz einfach, wir packen auf die drei Töne
einfach nochmal ein, wieder eine Terz, aber auch hier ist die Terz nur sozusagen, verschleiert eigentlich das, was wir wirklich tun. Wir nehmen einfach den siebten Ton der Tonleiter von dem Grundton aus, also wir sind jetzt beim C-Dur-Dreiklang, dann ist unser Grundton ein C und gehen jetzt sieben Töne nach oben in der Tonleiter. 1, 2, 3. Und den Ton packen wir jetzt oben drauf. Jetzt haben wir einen vierstimmigen Akkord. Um dem Spieler das anzuzeigen, ja, wird jetzt eine 7 neben den Akkord geschrieben. Ich sage es gleich für diejenigen, die sagen, das stimmt ja gar nicht. Also die Leute, die eigentlich schon wissen, was passiert, die sollen einfach mal abwarten. Das wird dann noch sich alles auflösen. Im Moment, dem Stand, den wir jetzt haben, packen wir einfach eine 7 neben unserem Akkordsymbol und jetzt weiß der Spieler, dass er einen vierstimmigen Akkord spielen muss. Hier nochmal das gleiche vom D aus, wir packen oben eine Terz drauf. Jetzt ist der D unser neuer Grundton, weil wir ja den D-Moll-Akkord machen, das heißt, wir müssen vom D aus 7 Töne nach oben gehen und den Ton oben drauf knallen. Und dann muss natürlich auch wieder neben das Akkordsymbol die 7 geschrieben werden, um zu symbolisieren, das ist ein Vierklang und kein Dreiklang. Wir wollen uns jetzt mal alle diese Vierklänge anhören, die jetzt entstanden sind aufgrund dieser neuen Terzschichtung, also indem man den siebten Ton oben drauf ballert. Hören wir uns das mal an, wie sich das alles anhört. So, jetzt haben wir mal die ganzen Akkorde gehört, jetzt wollen wir uns da etwas näher noch anschauen. Wenn wir jetzt da genauer hingehört haben vor allen Dingen, beim Schauen wird man es jetzt noch nicht sehen, vielleicht der ein oder andere, aber beim Hören hat man festgestellt, dass der C7, der F7 und der G7 zwar hier die gleiche Bezeichnung haben, dieselbe Bezeichnung, fühlen sie sich aber wirklich nicht gleich an. Das heißt, der C und der F, die fühlen sich ähnlich an, die sind ein bisschen weicher. Und der G, der fühlt sich schon deutlich anders an. Also muss zwischen der Struktur der vier Klänge muss irgendwie ein Unterschied sein. Wir hören nochmal rein. Der C, eher ein weicher Klang. Auch wieder eher ein weicher Klang. Der G, der ist jetzt schon deutlich schärfer, geht in eine deutlich andere Richtung. Das wollen wir uns jetzt anschauen, warum das so ist. Der G7 schauen wir uns, weil das ist der ja jetzt wirklich anders geklungen hat, dann schauen wir uns mal die Struktur an. Und es geht ja nur in dem siebten Ton, weil vorher haben sie sich ja gleich angefühlt, weil es eben alles Dur-Dreiklänge sind. Jetzt ist dieser eine Ton dazugekommen und plötzlich passiert da was. Bei dem G7 ist zwischen dem siebten Ton und dem Grundton, also dem G, sind es 10 Halbtonschritte. Man kann das auch andersrum sehen, wenn man jetzt nicht unbedingt so viele Halbtonschritte zählen will, dann kann man das Ganze von oben an betrachten, nämlich der Grundton oben, also das G, steht zu der Septime, zu diesem Ton, da ist ein Ganzton dazwischen, also zwei Halbtöne. Schauen wir uns das mal bei dem C an. Da stellen wir jetzt sofort fest, erstens, dass es 11 Halbtonschritte sind, wenn wir jetzt da zählen würden, aber wir sehen auch gleich oben, wenn wir das C als Oktave sehen und das H sehen, dass da keine Taste mehr dazwischen ist. Also wir haben hier einen Halbtonschritt. Mit anderen Worten, die zwei unterscheiden sich. Der eine
hat einen Ganztonschritt zwischen dem Grundton und dem siebten Ton, oder anders gesagt, zwischen dem siebten Ton und der Oktave, und der C7 hat einen Halbtonschritt zwischen dem siebten Ton und der Oktave. Schauen wir, wie es beim F ist. Und da sehen wir jetzt, das, was wir schon gehört haben, bestätigt, die fühlen sich beide irgendwie sehr ähnlich an, weil auch hier zwischen dem siebten Ton und der Oktave ein Halbtonschritt ist, oder anders gesehen, vom Grundton zum siebten Ton 11 Halbtonschritte sind. Es gibt also zwei verschiedene Septimen. Die große Septime, die hat 11 Halbtonschritte, große deswegen, weil der Weg vom Grundton zur Septime eben länger ist, 11 Halbtonschritte, als bei der kleinen Septime, da sind es nur 10 Halbtonschritte. Wir haben ja da diesen Unterschied, den müssen wir jetzt auch symbolisch darstellen können. Und da gibt es einfach folgende Regel. Die große Septime bezeichnet man als Major, was groß heißt. Major 7 heißt große Septime, abgekürzt Maj 7 oder J7. Und manchmal schreibt man auch ein Dreieck und 7. Bei der kleinen Septime, da schreibt man gar nichts, da schreibt man eben einfach nur die 7 hin. Sozusagen, wenn man nur die 7 sieht, dann weiß man, das ist ein Dur-Dreiklang mit einer kleinen Septime. Wenn Major dabei steht, weiß man, es ist einer mit der großen Septime. Das Ergebnis, auf das wir dann kommen, ist, wir erhalten folgende Akkorde: C Major 7, große 7, D Moll 7, hat auch eine kleine Septime übrigens, alle diese Mollakkorde haben eine kleine Septime, dann E Moll 7, F Major 7, hier haben wir wieder die große Septime, G7, wie wir gerade schon festgestellt haben, mit der kleinen Septime, A-Moll 7 und H-Moll 7, B5. Hier macht man es so, dass man nicht schreibt H-Moll, B5, 7, sondern erst kommt quasi die Septime und dann kommt die genauere Bezeichnung, was in dem Dreiklang oder in dem Vierklang, Entschuldigung, in dem Vierklang noch passiert. Das ist ein Vierklang, ein Moll-Akkord, H-Moll 7, und das Besondere ist, der fünfte Ton hier einen halben Ton tiefer ist, als er eigentlich gehört. Wenn man jetzt bedenkt, dass in jeder Dur-Tonleiter ja die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten, also Halbtonschritt zwischen dritter und vierter und siebter und achter, alles andere sind Ganztonschritte, dann ist es logisch, dass diese Gesetzmäßigkeit der Akkorde in jeder Tonleiter gleich sein muss. Das heißt, in jeder Tonleiter, die diese Gesetzmäßigkeit hat, Halbtonschritt dritter, vierter, siebter, achter, steht auf dem ersten Ton der Tonleiter ein Major 7, auf dem zweiten Ton ein Moll 7, auf dem dritten Ton ein Moll 7, auf dem vierten ein Major 7, auf dem fünften ein 7, den man übrigens dominant Septakkord nennt, auf der sechsten Stufe ein Moll 7 und auf dem siebten Ton immer ein Moll 7 B5 Vierklang. Was vielleicht noch interessant ist für die, die etwas tiefer blicken wollen, ist, wenn ich zum Beispiel wissen will, zu welcher Tonleiter gehört der D-Moll 7. Also ich sehe irgendwo einen Dreiklang, einen Vierklang D-Moll 7 und frage mich, wo könnte der hingehören? Welche Tonleiter ist denn da eigentlich angesagt? Dann sehen wir schon, haben wir ein Problem, weil der D-Moll 7, der Moll 7, der kommt in einer Tonleiter an 1, 2, 3 Stellen vor. Das heißt, wenn ich einen D-Moll 7 sehe, dann kann das eine C-Dur-Tonleiter sein. Dann wäre es der zweite gewesen. Es könnte auch eine B-Dur-Tonleiter sein. Dann wäre er an der dritten Stelle. Oder eine F-Dur-Tonleiter. Dann wäre er an der sechsten Stelle. Es gibt nur zwei Akkorde, sogar wenn ich ein C Major sehe, dann muss es nicht C Dur sein. Es könnte auch auf der vierten Stufe stehen, also es könnte eine F-Dur Tonleiter sein und dann wäre der C Major vierte Stufe. Es gibt nur einen Akkord, der ganz eindeutig ist und das ist der, der auf der fünften Stufe steht, der häufig vorkommt. Es gibt noch einen zweiten, natürlich sagt man, kann man hier erkennen, das ist der 7 Moll 7B5, nur der kommt selten vor und wenn er vorkommt, kommt da oft in Moll vor, da sind die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen anders. Also wenn man eine Tonart bestimmen will anhand der Akkorde, dann muss man sich den dominant Septakkord anschauen. Der ist immer sehr, sehr eindeutig. Und dann kann man sozusagen die anderen Akkorde aufgrund dieser Basis erklären, wenn man Glück hat. So, das war es jetzt aber wirklich.